Ich begrüße Sie zu einer Sondersendung. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, welches die Bundesregierung heute kleinlaut beschlossen hat und von uns Medien mit den Schlagzeilen der Ehe für alle erfolgreich überdeckt wurde, endlich zum Einsatz gekommen ist. Der umstrittene Kanal auf YouTube, die Lämmerschau, wurde umgehend zensiert. Neben dem Löschen des Facebook-Accounts wurde auch die Ausstrahlung eines sehr schlimmen Videos in Deutschland erfolgreich verhindert. In dem Video wird mit ausgeschnittenen Papierschnipseln und irrsinnigen Behauptungen auf die Gefahr des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes hingewiesen. Angeblich soll mit dem neuen Gesetz die Meinungsfreiheit in Deutschland zensiert werden. Das ist natürlich gelogen und irreführend. Um sie vor solchen Aussagen zu schützen, wurde das Video vorsorglich von Heiko Maas in Deutschland verboten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das hier, das ist das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Darin stehen ganz unangenehme Sachen. Naja, jedenfalls für die Feinde der Demokratie. Im Artikel 5 steht zum Beispiel Folgendes. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Eine Zensur findet nicht statt. Und dieser Mann hier, das ist unser umstrittener Justizminister Heiko Maas. Dem Heiko, dem gefällt dieses Grundrecht überhaupt nicht. Ihr fragt euch, wie ich sowas nur sagen kann? Also, das ist ganz einfach. Der Heiko, der möchte nämlich ein neues Gesetz beschließen. Es heißt Netzwerkdurchsetzungsgesetz und das ist enorm wichtig für ihn und seine Freunde. Ich weiß, viele hochbezahlte Menschen haben sich Gedanken über den Namen des Gesetzes gemacht. Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Passt irgendwie nicht, oder? Lasst es uns ab jetzt Zensurdurchsetzungsgesetz nennen. Mit dem Zensurdurchsetzungsgesetz sollen eure Kommentare und Falschnachrichten, sogenannte Fake News, im Internet zensiert werden. Das Löschen von unbequemen Kommentaren und Nachrichten übernehmen zurzeit ja noch andere für den Heiko. So zum Beispiel die Amadeo Antonio Stiftung. Die wird extra dafür von Heiko bezahlt. Naja, eher von unseren Abgaben. Die Chefin der Stiftung ist die Annetta Kahane. Die hat früher bei der Stasi gelernt und ist daher bestens für diese Arbeit geeignet. Eine richtige Fachkraft, ohne Wenn und Aber. Ganz schön schlau von dem Heiko, oder? Und wenn das neue Gesetz unterschrieben ist, können der Heiko und seine Ex-Spionin Annetta innerhalb von 24 Stunden ganz legal Meinungen und Informationen von euch im Internet löschen. Da freut sich der Heiko sicher ganz doll. Er hat nämlich im Gesetzestext nicht detailliert erklärt, was erlaubte oder verbotene Kommentare und Nachrichten sind. In Wirklichkeit könnte es also darum gehen, eure offene Kritik an ihn und seinen Freunden schnell zu löschen. Wie sagte der Gauck so schön? Die Eliten sind gar nicht das Problem, die Bevölkerung sind im Moment das Problem. Das freie Internet ist den Politikern also mindestens genauso ein Dorn im Auge, wie früher der Stasi die offene Kritik an der DDR-Diktatur. So, meine Lieben, ab 2018 müssen wir also alle ganz schön aufpassen, was wir im Internet so schreiben. Den Politikern und ihren Medien reicht es nämlich nicht mehr aus, andersdenkende oder kritisch informierende Menschen mit den altbekannten Keulen des Rechtsextremismus, Antisemitismus, Anti-Amerikanismus, Populismus oder Verschwörungsterrorismus niederzuknüppeln. Jetzt regt euch aber bitte nicht so auf. Spätestens Ende 2018 habt ihr das ohnehin wieder vergessen und 2019 haben die Politiker schon wieder ganz tolle neue Ideen für uns. Passt schön auf euch auf und denkt an unser Motto: Wer in der Scheindemokratie schläft, wacht in der EU-Diktatur auf. In diesem Sinne, toi, toi, toi.